Er fehlte zuletzt, Lübeck-Trainer Rolf Landerl, verpasste Corona-bedingt 2 Spiele. Welcome back, hieß es von uns, aber auch vom Gegner aus Magdeburg um Trainer Thomas Hossmann. Und Lübeck in Grün gehörte auch die erste Szene. Benjamina per Kopf. 5 Minuten gespielt und direkt klatscht der Ball an den Pfosten. Erste gute Gelegenheit für das Heimteam. Fast hätte Landerl das erste Mal direkt wieder jubeln dürfen. Glück für Hossmann und Co. Magdeburgs Defensive stand aber zuletzt auch gut. 2-mal blieb man ohne Gegentor. Und die Abwehr war direkt wieder gefordert. Nämlich in dieser Szene. 20. Minute, Sie haben es gehört, es gab den Elfmeterpfiff. Steininger fault Steinwender im Strafraum. Elfmeterentscheidung absolut richtig. Benjamina gegen Morten Behrens. Benjamina vertändelt, aber Mirko Boland setzt nach. Lübeck damit 1:0 in Front. Benjamina etwas überheblich. Behrens kann parieren, dann allerdings nicht mehr beim Nachsetzen von Mirko Boland. Wie reagiert Magdeburg? Die große Frage. Offensiv drückte zuletzt der Schuh. Nur 3 Tore konnte man in den vergangenen 5 Spielen erzielen. Dann allerdings diese Situation. Müller ist das, immer noch Müller. Der nimmt den Kopf hoch und sieht Raphael Obermeier. Der Ausgleich, 26. Spielminute. Riesenszene von Müller, wie der sich hier durchtankt. Und dann Obermeier mit Saisontor Nummer 4. Zur Pause 1:1. Rolf Landerl konnte mit seinem Team zufrieden sein. Unzufrieden hingegen war er nur mit dem schlechten Rasen. Und das wurde auch in Durchgang Nummer 2 deutlich. Erst einmal Magdeburg. Jakobsen wird nicht angegriffen. Tore Jakobsen! Lukas Reda macht sich ganz lang, 52 Minuten gespielt. Anschließend diese Situation, dieses Einsteigen von Deichmann, der hatte schon gelb und sieht dafür das 2. Mal gelb. Die Folge, er muss runter, gelb, rot, sein allererster Platzverweis im Lübeck-Trikot. Der VfB damit 27 Minuten in Unterzahl. Kann Magdeburg daraus Profit schlagen? Erst einmal wird es gefährlich, weil der eigene Mann Lukas Reda prüft. Riedel ist das per Kopf. Wir sind schon in den Schlussminuten. Die Gäste drücken auf das 2. Tor. Obermeier, der hat das Auge für den Kapitän, für Christian Beck. Dessen Schuss wird abgeblockt, aber sie setzen nach. Jakobsen, aber auch dieser Schuss wird abgeblockt. Und so bekommt seine Mannschaft tatsächlich nochmal die Möglichkeit, selbst offensiv tätig zu werden. Nach dieser Ecke. 90. Minute. Mende macht das Spielgerät noch mal scharf. Dann ist es Tommy Gruppe, der Kapitän, der zu Boden geht. Und wieder gibt es den Pfiff. Burger kann es nicht glauben. Und wir kontrollieren. Elfmeterentscheidung korrekt, eher fragwürdig. In jedem Fall hat Lübeck die Chance auf das 2. Tor. Riedel ist das gegen Behrens. Aber auch diesen Elfmeter kann Morten Behrens parieren. Der Mann, der selbst 1 für Lübeck aktiv war. Es blieb beim leistungsgerechten 1:1. Ja, am Ende musste ich den Puck mitnehmen. Ja? Also Morten hält uns im Spiel mit dem Elfmeter. Und wenn wir es einfach gemacht haben, in unser Matchwart eingehalten haben, auch mit den Chipbällen immer hinter die Kette zu kommen oder dann die Verlängerung, dann haben wir Möglichkeiten kreiert. Und trotzdem haben wir dann eben gegen 10 Mann, ist uns wenig eingefallen. Ich glaube, dass wir sehr gut reinkommen ins Spiel, auch gute Chancen haben zu Beginn. Gehen dann auch durch den Elfmeter oder durch den 2. Versuch dann in Führung. Und ich glaube, 2. Halbzeit haben wir einen Abnutzungskampf gesehen, einen klassischen, auf einem sehr schwierig spielbaren Platz. Beide Mannschaften wollten zwar, ist nicht unbedingt alles dann gelungen. Und dann muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen. 25 Minuten dann in Unterzahl, sie haben gefightet, haben sich in alles reingeschmissen. Sein Comeback geht nicht verloren. Beide Teams haben damit aus den letzten 7 Partien nur einmal als Verlierer den Rasen verlassen. Darauf lässt sich aufbauen. Alle Spiele der 3. Liga live. Nur bei Magenta Sport.